Hallo meine Wolfies, zu einer neuen Folge Finapse. In der Einhorn-Baby-Challenge. Die Kinder sind alle in der Schule. Ich hoffe mal, dass er auch heute altern kann. Sie müsste vielleicht schon mal einen Kuchen im Voraus backen, aber die Frühstück gerade noch. Du wirst nur fett, wenn du jetzt weiter isst, ja? Hier, der Balken ist voll. Wenn du jetzt weiter isst, wirst du nur fett. Und das wollen wir nicht. Gibt es vielleicht irgendein Tageswerk, was du heute verrichten kannst? Alter, die altern hier ja echt alle verdammt schnell. Naja, was gibt es denn hier unten? Das ist fertig. Gucken wir uns das mal eben an. Nee, das verkaufen wir. An Sammler verkaufen. Und dann können wir mal gucken. Du hattest hier mit der Klavierfähigkeit, glaube ich, angefangen. Hier, komm. Arbeite hart. Leistungsverbesserung klein. Das ist doch schön. Du könntest hier mal ein Lied spielen. Kannst du mal ein bisschen üben. So, was macht er? Er ist angespannt und geht jetzt ein bisschen Yoga machen. Was ist das für ein Geräusch? Ist ja gerade ein Auto lang gefahren. Ich glaube schon. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir ihn noch aus dem Haus rausbekommen, damit wir dann mit dem nächsten rummachen können. Und zwar wäre der nächste. Ist der hier eigentlich schon drin? Ja, hier. Stefan. Stefan Niesen. Einfach, weil. Hä? Es ist genug Grund, mehr brauchen wir nicht, um mit ihm rumzumachen. Also, will sie denn jetzt eine SMS schicken? Nein. Wir werden, glaube ich, mal Stefan zu uns einladen. Sie ist ja gar nicht so schlecht. Oh, ihr Sauger. Was hat er? Zuschauen. Das ist ja auch irgendwie das Verhältnis zwischen den beiden Sternen? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal irgendwie eine Band aufmachen, dass du dich da hinstellst und mitspielst. Geht das? Kannst du Geiger engagieren? Nee. Aber kannst du hier irgendwie. Nee. Schade. Ich dachte, das geht irgendwie, dass man dann miteinander kommunizieren, spielen kann, aber irgendwie scheint das nicht zu gehen. Vielleicht, weil er diese Fähigkeit nicht hat. Naja. Du kannst hier noch mal ein bisschen Sport treiben. Hier, lauf mal ohne Schweiß. Eine Massur anfordern. Ja, wir können ja gleich mal sie massieren lassen. Hier, hör mal auf zu spielen. Ruf ihn an. Und dann machen wir, glaube ich, so ein bisschen hier in der Sauna oder so rum. Stefan ist gerade beschäftigt. Was? Ist der arbeiten? Ich glaube, der ist arbeiten. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal reisen. Nein, ich will alleine reisen. Und zwar gehen wir ihn jetzt bei der Arbeit besuchen, den lieben Stefan, und machen da eine Sauna. Das sind ganz böse und gewitzt. So. Da wollen wir hinreisen. Ich bin jetzt mal gespannt. Gerade mache ich dich hinsetzen. Ob er denn arbeiten ist. Ich hoffe es mal. Es wäre ja schön. Dann könnte man es erst von ihm diese Fruchtbarkeitsmassage geben lassen. Und dann mit ihm in der Sauna rummachen. Ich hoffe, das wird was. Komm, jetzt mach mal hin. Komm jetzt. Hoppi, Koppi. Was ist das? Hä? Wer bist du denn? Luisa Pauls. Jetzt kannst du ein bisschen meditieren. Wer bist du denn? Ach, Patrick Winter. Mit dir haben wir schon. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Keiner hier? Dein Ernst jetzt? Ist wirklich keiner hier? Wo ist denn der Stefan? Das ist jetzt gerade doof. Kannst du hier ein bisschen trainieren? Was kannst du hier? Badezusatz baden, ein Schaumbad nehmen.
Was hast du denn gerade für Bedürfnisse? Du willst nicht baden. Yunabi. Ach, da ist Stefan. Haha, da ist Stefan. Hier. Geh romantisch ein Kompliment über das Aussehen machen. Könntest du dich auch ein bisschen beeilen? Der Stefan wird nicht jünger. Ist er eigentlich Senior? Scoob. Bist du Senior? Du bist Senior. Das heißt, hier kommt wieder so ein Opa-Kind. Bist du? Ach, Patrick Winter, Kevin Peters und Yoga-Lehrerin Marie Weber. Do you? Da passt der. Er kann, glaube ich, mal Hand massieren oder so, oder? Ha, können wir nochmal stehen, sich angezogen zu fühlen? Eine Massage erhalten, Fußmassage, Massage und Handmassage. Oh, you know. Ja, mit dem müssen wir noch ein bisschen rumkriegen. Danach kannst du mal flirten. Ihr bought a wig on. Werde ich. Oh, Wimper, sag ich. So. Auf jeden Fall hart ineinander verschossen oder so. So. Ja, ist jetzt. Oh, werde ich. Das ist so laut. Una Bissella. Will ich eine Sauna machen? Es geht schon. Okay. Vinosa Batanabe? Ja, hauch ihm mal einen so Kuss. So cooler. Mua. Und. Oh. Flirtest du mit Dag, Dag. What? Nie Bargo. Ach, die sind ja immer noch. Nein. Oh. Ja, gut. Okay, dann lass uns jetzt von dem hier eine Fruchtbarkeitsmassage geben. Eine Massage erhalten. Schöne Fruchtbarkeitsmassage. Oh, Lemida. Soulbrift. Sie sich jetzt. Ja, wo ist sie? Mit Marcel plaudern. Geht sich nicht umziehen, die geht einfach direkt dahin. So selbstständig ist die Frau. Und die sind beide hingefallen. Tag. Oh, was tut mir leid. Was? Du gehst schon? Jetzt unterhalten die beiden sich. So. Wanna babe. Das ist die Beziehung zwischen den beiden. Genau, müsste ich mal nachgucken. Wogrichard? Vermoid? Hallo, du sollst eine Massage von ihm erhalten. So, wir wollen ja nochmal Zwillinge kriegen. Ich weiß nicht, ist das ausschlaggebend, ob jetzt noch zwei Plätze frei sind im Haushalt? Einer oder ist das ausschlaggebend, wie viel bei der Geburt da sind? Das wäre mal interessant zu wissen. Denn jetzt ist noch einer frei. Das heißt, wenn wir jetzt diese Fruchtbarkeitsmassage erhalten und mit ihm rummachen, ob dann zwei Kinder da rumkommen könnten, wenn danach plötzlich frei sind oder nur eins. Werden wir dann ja sehen. Ein bisschen vorspulen, die Massage dauert ein bisschen zu lang. Was? Stefan? Nein, Stefan, du darfst nicht nach Hause gehen. Stefan geht nach Hause. Nein! Stefan! Oh, Stefan ist wirklich nach Hause gegangen. Stefan! Nein, noch Mann. Muss er vielleicht sich umziehen oder so? Müssen wir gleich Stefan erst wieder anrufen, dass Stefan wieder herkommt. So. Jetzt rufen wir den Stefan nochmal an. Junigua. Sabris Kithara. Die sind von der Schule nach Hause gegangen. Felka. Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Kommt Stefan jetzt oder kommt Stefan nicht? Habe ich das gerade aus der Sinn weggedrückt? So. Wird gleich da sein, das ist sehr gut. So. Wo ist Stefan? Stefan, das ist wichtig. Fruchtbarkeitsschub. Okay. Das Blut kocht vor Vitalität und Zeugungskraft. Das ist aber schön. So, Stefan, wo bist du? Stefan, da. Da kommt Stefan. So, und jetzt. Jetzt können wir mal gucken. Können wir hier
Baby machen mit Stefan. Ja, gut. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt, weil er scheint ja irgendwie so ein Fehler zu sein. Weil ihm so die Texturen fehlen. Ich bin immer gespannt, wie denn das Kind aussieht. Ob das dann auch so ein Texturfehler ist oder ob das aussieht wie sie. Kommt jetzt, macht euer Baby. Daisy. Oh. Und? Oh. Er ist ja nicht so begeistert, ne? Er ist nicht so sonderlich begeistert. Wer bist du denn? Es sind überall nur Rentner unterwegs. Okay. Kenne ich jetzt noch nicht. Haben wir bestimmt schon mit zu tun gehabt. Angie! Oh, yeah. Chima Barsto? Chima Papers. Hanji. Pala. Watanabe. Ach, jetzt ein paar Stalker-Fotos. Oh, kommt da einfach rein, wenn die da drin rummachen. From the Tweebs. Oh, jetzt geht's aber los. Warum so ich? Okay, komm. Irgendwie ist da gerade alles verbrannt. Whoa! Oh. Die haben einfach hier so. Entstell dich einen mit Stalker. Oh, Hilfe. So. Nein, du gehst dich jetzt nicht umziehen. Gehst jetzt erstmal, wo gibt's denn hier Toiletten? Gehst jetzt erstmal hier einen Schwangerschaftstest machen. Und wenn der jetzt nicht gefruchtet hat, ne, dann gibt es echt Ärger. Dann gibt es Ärger. Wir wollen ein Rentner-Texturenfehler-Kind. Und zwar jetzt. Und was sagt das Rentner-Texturenfehler-Kind? Oh, es ist dicht der Mächtel. Er hat auf jeden Fall das erste Mal geschlafen. Und sie ist schwanger. Bin ich mal echt gespannt auf das Kind. Jetzt gucken wir gerade mal auf meinen schlauen Zettel. Also, wenn ich ein Junge wäre, hätten wir zur Auswahl einen Namen und das wäre Simon. Ich brauche den Namen. Und als Mädchen hätten wir Sarah. Und das ist auch der einzige Name. Ich brauche dringend einen Namen mit S. Oh! Winnerboo! Wadisa! Halibut! Hier, komm, gebt euch hier. Rebna? Auch hat die Cousinpartner mit Blut geholfen. Hähnchen hat. Ah, ich will noch irgendwas hier so leidenschaftlich küssen. Lara schafft es auch keine 5 Minuten. Nein, geht nicht runter! Nein! Pfui, bar aus! Oh, ihr seid doch doof. Oben wäre viel schönere Ambiente gewesen, ja? Was macht ihr das hier so in der Umkleidekabine, wo sie keiner sieht? Lamina! Ach, das ist die. Das war die Männerumkleidekabine, da durfte sie nicht reingehen, okay. Hier, wo ist denn hier aufreizend posieren nochmal? Wie leidenschaftlich küssen wir das? So, und jetzt macht das so, dass ich zukommen kann, meine Fresse. Es wird kein Yoga gemacht. Es wird erstmal hier. What the fuck? Dich können wir auch nochmal als Vater nehmen, das ist mit Mike Schmitz. Hier, du sollst den. Nimmst du den jetzt mal hier? Oh, dann halt nicht. Dann halt nicht. Kannst du auch mal mitmachen hier. Dann halt nicht. Dann fährst du jetzt nach Haus. I'm driving home for Christmas. Du sollst nach Hause fahren. Ja, Warugaba. Du mich auch. So, das heißt, wir haben jetzt zweimal hintereinander mit S gehabt. Ist schlecht. Eigentlich ist es nicht so schlecht, aber... Okay. Ich habe noch einen Namenswunsch. Und das ist Lea. Das heißt, wir müssen einen Vater mit L finden. Und ich glaube, wir haben bisher keinen gesehen. Da haben wir irgendwo Yannick, Jens, Mike...
Philipp ist unser Sohn. Mit Joffrey hatten wir schon. Henry ist unser Sohn. Nee, nein. Ist auch nicht. Ich glaube, wir hatten bisher keinen Vater mit L. Also keinen Mann mit L getroffen. So. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Gibt zu wenig Männer mit L. Das heißt, ich muss mal gucken, vielleicht finde ich irgendwo vorgefertigten Vater mit L oder so. Oder ich bastel einen. Nee, ihr könnt mir halt sagen, einen bestimmten Namen, den ich nehmen soll. Ihr könnt aber auch bestimmte Wunschnamen sagen, so wie halt Manuel war oder Celia. Das sind nämlich dann eure Namen. Dann werde ich die hinzufügen und wenn es geht, zu euren Wünschen hier gestalten. Aber nur, wenn das auch möglich ist. Die Musik ist so mega laut. Es brüllt mich förmlich an. Das mag ich nicht. So. Jetzt sind wir zu Hause. Jetzt kannst du, glaube ich, erstmal Kuchen backen hier. Kochen. Mach mal Schokokuchen. Denn du müsstest jetzt ein Einsatzschüler sein. Du bist ein Einsatzschüler. Du darfst nämlich jetzt ausziehen. Haha. Du darfst ausziehen. Und hier liegt einfach dreckiges Geschirr. So. Was machst du? Die stehen einfach vor der Tür. Weißt du was? Wie wär's, wenn du mal deine Hausaufgaben machen gehst? Hier deine Hausaufgaben. Und du auch deine Hausaufgaben machst. Und du spielst da, okay, das darfst du, aber du musst auch deine Hausaufgaben machen. Und du machst auch mal deine Hausaufgaben. Und er, was lassen wir Vincent denn mal machen? Ich glaube, wir können mit ihm bald wieder auf Weiberfang gehen. Du kannst hier mal eben, hier die Blümchen, die wollen jäten. Du kannst ein bisschen jäten, du bist beschäftigt. JB! Jibs! Was zum Geil macht er? Soll ich hier hinkommen? Hier hingehen. Und du setzt hier jetzt Geburtstagskerzen drauf. Hoffen, dass hier mal eben den Scheiß. Das kann weg. Das kann weg. Hallo? Das kann weg. 99 gewöhnliche Tuning-Teile. Ich glaube, die können wir auch verkaufen. So, jetzt kommst du bitte her und pustest das hier aus. Können wir auch mal eben verkaufen. So. Was hast du nochmal für Eigenschaften? Du bist gemein auch wieder. Genau, er ist ja so der. Er ist noch dicker geworden. Möchte irgendwann mal auf, dicker zu werden. So, er kriegt jetzt noch. Kleptomanisch? Ist das neu? Ich glaube, das ist neu. Egal, wir müssen mal so ein richtig, so ein eifersüchtiges Kleptoman. Wir haben ein eifersüchtiges Kleptomanenkind. Ja. Cindy. Ja, das wird noch was. Was kriegst du denn noch dazu? Gesellig? Komm, das ist hier gesellig. Er wird jetzt gleich dann ausziehen. Aber er könnte hier, bevor er auszieht, mal eben säubern. Er will mit ihr rummachen. Er muss dringend aufs Klo. Er muss dringend aufs Klo. So, sie ist beschämt. Sie ist so beschämt. Wegen Betrug erwischt. Weil die in die Dusche reingekommen sind. In die Sauna. Ja, komm, du gehst pennen. Wir lassen das Vincent reparieren. Reparieren. So, er ist gleich fertig mit seinen Hausaufgaben. Du müsst Spaß machen und dringend mal schlafen. Spaß machen? Haben. Spaß haben. Und ihr könnt noch ein bisschen Sport machen gleich. Ja, hat er gerade so gelacht. Das war mega creepy. Du hast hier noch gerade eine andere Aufgabe. Noch nicht schlafen. Du musst dir erst einen Job suchen. Job suchen. Sehen würde irgendwas passen, wo er viel Kontakt mit Menschen hat. Ich kann dann mal gucken. Ist
einfach alles kaputt. So, Business Casper, Astronaut, Entertainer, ja, Maler, Fitnesssportler, Technikguru, Verbrecher. Ich glaube, wir machen aus ihm einfach einen Schriftsteller. Bimbo Lip, Lisa, Ben Nuba, Bushlo, Sal. Haben wir gerade Geld gekriegt? Gazzo, Dorgo. Yonki? Shooks. Jetzt das Geschlafen. Marvin ist mit seinen Hausaufgaben fertig. Das ist gut. Was hast du denn? Hey, macht jetzt eben. Ich trinke euch einfach alle auf Fitness. Ihr werdet alle auf Fitness getrimmt. Es ist ja eigentlich immer Musik an. Es ist echt zum Kotzen. So. Zack. Du gehst jetzt nicht schlafen. Auch du gehst eben noch ein bisschen Sport machen. Du darfst hier dran trainieren. Was für Hausaufgaben sind das jetzt deine, ne? Das sind deine. Wie einfach geht das? Marvin. Du bist doch Marvin. Du bist Marvin? Du bist Marvin? Moritz. Nicht Marvin. Genau. Aber so gut. Ah, das ist uns so herrlich. Oh, er hat sich den Finger geklemmt. Hier, guck mal, kannst du direkt weiter reparieren. Ich hoffe mal, dass es Oma aber jetzt ganz ist. Es ist ganz. Er liegt im Bett und hat sich irgendwas Schrott. Ist unten denn noch irgendwas kaputt, was repariert werden muss? Nö, da ist nur Wasser auf dem Boden. Okay. Er fühlt sich unwohl und ein bisschen müde. Hier, komm hin. Geh schlafen. Ah, Cindy und Sophia sind beste Freunde geworden. Das ist aber toll. Das sind aber eigentlich gar nicht beste Freunde, wenn ihr seid so voll die Beef-Zähne eigentlich. Hat er jetzt schon wieder die Musik angemacht? Gepennen. Die beiden sind noch so ein bisschen Sport am machen am Tun. Das ist toll. Dass ihr alle auflevelt, das ist toll. So, und du gehst danach dann auch schlafen. Super. Wir spielen ein bisschen vor, bis er aufgelevelt hat und dann darf er ins Bett. Ey, du sollst nicht an deinem Handy spielen. Ja, dann geh halt jetzt schon schlafen. Alter, Musik aus. So. Er ist auch fertig mit trainieren, er darf jetzt auch pennen gehen. Dann müssten eigentlich alle schlafen. Oder? Ja, dann müssten alle schlafen. Um 0 Uhr, kurz nach 12. Und ich glaube, dann beenden wir mal die Folge. Fühlt sich gut, weil er trainiert hat. Das ist schön. Ist jetzt Level 2? Nein, du bist nicht Level 2. Und du? Du bist Level 2. Das ist toll. Ich bin stolz auf dich. Hast du jetzt auch abgenommen? Bist du ein bisschen dünner geworden? Haben die jetzt abgenommen oder was? Lass uns mal hier so ein bisschen... Er hat auf jeden Fall so ein bisschen abgenommen. Er ist nicht mehr ganz so fett. Und... Ja, dann würde ich sagen, während jetzt alle im Bett liegen, zum Green Lantern gehen ins Bett. Machen wir mal Päuschen. Päuschen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.